Also, wir machen doch die öffnen sieben Truhen im Mittelkanal. Nochmal schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Sonntagsigung von Jinan Verein. Bevor wir anfangen, spreche ich ganz kurz über die sieben Truhen. Ja. Und das ist sieben Energiezentrum in der Mitte. Diese Mitte heißt zwischen Bei Hui und Hui Yin. Im Mittelkanal. Von oben nach unten sind der innere Raum, also die sieben Truhen, Bei Hui. Bei Hui heißt in Bei Hui, nach innen, inneren Kopf. Ist circa eine Ping-Pong-Ball-förmig, ja, kugelförmiger Raum hier in den Kopf. Ah. Unter von Bei Hui ist Kopfzentrum. Zweite Truhe, das ist auf Yin-Tang-Höhe. Nach hinten in den Kopf hinein. Und dann noch unten ist in Kehlkopf. Kehlkopf in der Mitte. Auch hinten in Richtung Halswirbel, ein innerer Raum. Und das vierte ist Tanjung, im Brustzentrum. Der Akupunkturpunkt heißt Tanjung, in der Mitte vom Brustbein, tief nach innen. Und dann ist Hunyuan-Qiao, Hunyuan-Palast, unterhalb von Solar Plexus. Und dann kommt untere Dantian, Mingmen, Mingmen, innerer Raum. Und dann das siebte ist Hui Yin. Hui Yin ist auch ein innerer Raum in dem Körper. Diese sieben Toren. Und mittlerer Kanal also ist dieses Qi-Zentrum in Mitte des Körpers. Zentrum ist wahrscheinlich ein falscher Name. Und das heißt, von Bei Hui bis zu Hui Yin, so eine vertikale Qi-Kanalform los, eine Achse, oder von Bei Hui durch den Schulter bis zu Mittelfingerspitzen, Zentrum der Arme, und dann von Bei Hui durch Hui Yin, also oder zu Unterdantien zur Seite durch die beiden Hüften bis zu mittlerer Zehen, auch eine Mitte, ja. Und alle diese nennt man mittlerer Kanal. Mittlerer Kanal ist sehr, sehr wichtig. Das ist sogenannt vorgeburtliche Qi-Feld des Menschen. Also sehr, sehr ursprünglich während der Zeit von Entwicklung in Gebärmutter. Ja. Fetus und diese vorgeburtliche Qi-Feld ist mittlerer Kanal. Wenn das Qi dort reichlich vorhanden ist, es ist sehr gut für Heilung und auch für guten Gesundzustand. So, dann machen wir einfach diese Übung. Öffnen sieben Toren im mittleren Kanal, stehen wir bitte auf. Der Körper ist zentriert und aufgerichtet. Spür die innere Freude und die tiefe Entspannung. Lass alle Gedanken los. Wir schauen gerade nach vorne, ohne die Augen zu blinzeln. Die Augen sind tief entspannt. Wir fokussieren auf einen gedanklichen Leerpunkt vor uns. Dieser Punkt ist verbunden mit unserem Gehirnzentrum. Vom Gehirnzentrum aus ziehen wir den Punkt, den Blick zurück. Schließe sanft die Augen. Richte den Blick nach innen zurück.
in Gedanken schauen zurück zum Gehirnzentrum. Hören zurück. Die Zungenspitzen berührt sanft den oberen Gaumen. Spüren das Gehirnzentrum. Es ist formlos. Ganz rein und klar. Es ist Lean. Lean heißt, hat die Fähigkeit, wirkt für alle Zweck, kann flexibel reagieren, wie ein formloser Spiegel. Kann aktiv auswählen, mit Absicht arbeiten. Spüren diese Reinheit und Klarheit. Extrem fein und formlos. Bleib in diesem Zustand, spüren die Entspannung in unser Hals und Nackenbereich. Öffnen den inneren Raum, gleichzeitig das reinste Qi dringt auch hinein. Spüren die Entspannung in unsere Schultern, Schulterblätter, in Armen, Ellenbogen, Handgelenke, Hände bis zu Finger. Spüren die Entspannung im Brustkorb, in ganzen Rücken, in Wirbelsäule, von Atlas. Wirbel um Wirbel nach unten, bis zu Steißbeinspitzen. Unser Lücken, Steißbein, Wirbelsäule, ganze Wirbelsäule ist aufgerichtet. Nach oben vom Beihui aus angehoben, nach unten das Steißbein, Hand nach unten. Die ganze Wirbelsäule, der innere Raum, ist geöffnet. Reinst Qi stimmt. Drin hinein. Spüren auch die Entspannung im Thorax, im Bauch, in alle inneren Organen. Bis zum Beckenboden.
Wir schließen sanft Hui Yin. Hui Yin ist verbunden mit Bai Hui. Wir ziehen den Bauch leicht ein, verbinden Nabel mit Mingmen. Spüren, dass das Unterdantian Qi sanft nach hinten ausdehnt und den Mingmen Lendenwirbel nach hinten aus, korrigieren das Hohlkreuz. Spüren die Entspannung in Hüften, Beinen, Knien, Fußgelenke, die Füße und Zehen. Spüren die Entspannung im ganzen Körper. In Hautebenen, Muskeln, Bänder und Sehne, in Knochen, Gelenke, bis zu Knochenmark, Lückenmark, in alle Meridiane, Gefäße, Nervensystem, Blutkreislaufsystem, der komplette Körper vollkommen entspannt. Wir öffnen unseren inneren Raum, spüren den formlosen Qi-Körper. Spüren die Einheit von Körper, Qi und Geist. Unser reinen Geist, das Wahn selbst, ist überall in unser Körper, führt unseren inneren Raum aus. Spüren den Zustand von Wahn selbst. Es ist Xu Huo, Ling Rong, formlos, offen, Ling und mit allen kompatibel. Kann alles durchdringen, mit allem verschmelzen. Qing Che, Tou Tong, so rein, so klar. Kann alles durchdringen, fließt überall frei. Chun Jing Wu Za, ganz rein und sauber, nichts kann es verschmutzen. Neng Ying, Neng Ying, kein Widerspiegel, wie ein formloser Spiegel, ein multidimensionaler Spiegel, kann aktiv auswählen,
kann reagieren. Spüren diese Zeit und Raumeinheit, extrem formlos und fein, egal wo wir sind, wir sind. Wir sind eins. Spüren diese liebevollen Einheit, unser Lindung Chi-Feld. In diesem Chi-Feld unsere Familien, Freunde sind mit uns zusammen. Dr. Pan, alle gute Lehrer, alle Übenden sind in diesem Feld, sowie ganz Menschheit, Mutter Erde, alles ist eins. Gemeinsam dehnen wir unser Chi-Feld aus zum jeder Ecke in unser Zuhause, in jeder Zimmer. Bis zu der schönen Umgebung, wunderbare Natur. Weiter ausdehnen. Zum ganzen Mutter Erde. Bis zum Horizont und blauen Himmel, Sternhimmel. Huang, huang, hu, hu. Kung, kung, dang, dang. Ruo you, ruo wu. Leer, aber nicht leer. Alles sind miteinander verschmolzen. Formlos. Spüren das reinste Qi. Weiter ausdehnen zum Galaxiezentrum. Zum ganzen Universum, bis zu unendlicher Weite im Makrokosmos. Spüren diese Zeit- und Raumeinheit. Vom ganzen Universum kehren wir zurück. Zurück in unser Chi-Feld, zurück in unser Körper. Reinster Chi stürmt hinein, beleuchtet, transformiert jede Zelle. Heilung ist schon geschehen. Tief zurück. Zu unserer Mitte. Weiter zurück. Zu unserer wahren Selbst. Reinste Bewusstsein selbst. Yuan-Ti-Zustand. Innen ist außen. Außen ist innen. Das ganze Universum ist auch in uns. Spüren das Universum. Spüren tief in uns.
Runs to two bodies in Fülle. Spüren die heilende Information in jeder Zelle, wie Licht und Liebe beleuchtet jeder Zelle. Spüren die Vertrauen. Unser reines Bewusstsein ist vereinigt mit dem Qi. Das Qi ist Hunyuan Lin Qi, wirkt für alle Zwecke, kann über durchdringen, über erreichen. Alle Wünsche sind bereits erfüllt. Nun machen wir Kai He, öffnen und schließen im mittleren Kanal in 7 Toren. Man kann entweder in stehende Position oder in sitzende Körperhaltung die Übung durchführen. Lern das Qi von unten mit beiden Händen. Spüren unser Qi-Feld, spüren diese Universums Qi-Ozean. Es ist auch in uns. Sammle Qi ein, halte eine Qi-Ball. Vorder- und Bauch. Spüren Hui Yin, innerer Raum. Hände und Finger sind entspannt. Fingerspitzen zeigen entspannt nach unten. Die Hände sind in deinem Hui Yin, innerer Raum. Wir nehmen auch alle Fortpflanzungsorgane mit. Ist auch verbunden mit unseren Beinen, mit dem Qi der Erde. Langsam öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Und jetzt mach weiter, Kai He. Heb die Hände gleichzeitig langsam an, entlang des mittleren Kanals nach oben. Die Hände mach Kai He im mittleren Kanal.
gleichzeitig anheben. Bis auf Nabelhöhe. Die Fingerspitzen zeigen ganz natürlich nach vorne oder etwas nach unten. Total entspannt. Spüren Mimen innerer Palast vor den Lendenwirbel. Wiederholen jeder für sich selbst. Mimen Palast ist ein wichtiges Qi-Zentrum für uns. In altchinesisch TCM-Buch Gelb Kaisers Innere Medizin ist schon geschrieben vor 5000 Jahren. Mimen Palast. Dort das Qi ist der Wurzel von allen inneren Organen. Quelle der alle 12 Meridianen. Ursprung von dreifacher Erwärme. Dort ist das Tor für unseren Atem. Dort wohnt, so genannt, der Gott, schützt uns von aller Böse. Spüren die Wärme im Mimenpalast. Weiter Kai He, heb die Hände langsam an, entlang des mittleren Kanal. Die Handflächen zeigen nach vorne. Die Hände vor Zhongwan, vor Hunyuan Palast. Zhongwan ist der Name von Akupunkturpunkt. Hunyuan Palast, Hunyuan Qiao ist das Zentrum in unser Körper. Kai He in Hunyuan Palast. Jeder wiederholt für sich selbst.
Palast ist das Chi-Zentrum für alle fünf inneren Organe Qi. Herz, Lungen, Leber, Milz und Nieren. Leber bedeutet Leber und Milz. Milz bedeutet Bauchspeicheldrüse. Qi in Organen vereinigen sich im Huiyuan-Palast. Wenn Qi dort reichlich vorhanden ist, dann sind alle fünf Organen Qi in Balance und Harmonie. Mach weiter, Kai He, und heb die Arme an, entlang unserem mittleren Kanal, langsam nach oben. Bis vor Tanjungpunkt auf dem Brustbein. Spüren unser mittlere Dantien, Brustkorbzentrum. Jeder wiederholt weiter. Wir verstärken die Herz- und Lungenfunktionen. Verstärken auch Abwehrkraft, die Funktionen des Immunsystems. Hi.
Mit Kai He heben wir die Hände an. Fingerspitzen zeigen natürlich nach oben. Langsam bis vor dem Kehlkopf. Wiederhole. Nimm ganzen Nacken, Hals, alles in diesem Bereich mit. Mit Kai He weiter anheben. Langsam bis vor Yin-Tang. Spüren Kopfzentrum. Shenqi Palast. Spüren auch das Galaxiezentrum. Zum Galaxiezentrum. Bring das reinste Qi in Kopf hinein.
Langsam mit Kaihe anheben. Bis über den Kopf, über bei Hui und Fontanelle, spüren den inneren Raum in deinem Kopf. Verbunden mit Galaxiezentrum. Langsam zurück nach unten mit Kaihe bis vor Yintang. Spüren Kopfzentrum. Bis vor Kehlkopf. Entlang des Mittelkanals mit Kaihe sinken bis vor Tanjung vor Brusca. Bis vor Chungwan, vor Huiyuan Palast. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Hm.
senken. Bis vor Nabel. Spür Mimen Palast. Senken. Bis vor Huiyin. Fingerspitzen zeigen natürlich nach unten. Nimm die Beine mit, spüren bis zum Erdzentrum. Nimm auch alle Fortpflanzungsorgane mit. Langsam heb an. Bis vor Nabel. Sammle Qi. Leg die Hand auf den Nabel. Von rechter meine linke Hand zuerst. Speichere Qi ausruhen. Ausruhen. Speichere Qi Mingmen Palast. Öffnen die Hände. Bleib in diesem reinen und klaren Zustand. Lern das Qi tiefer unten in dieses Universums Qi-Ozean. Langsam hebt das Qi an vor den Körper. Fast ohne Muskelkraft. Qi Arme,
schweben im Universums Ozean. Hebt das reinste Chi mit alle heilende Information an. Durch den Horizont, langsam über den Kopf, zum Universumszentrum, sammelt sie ein, gibt das Chi in den Körper hinein. Spüren von Bai Hui bis zum Hui Yin. Bai Hui bis zu Füßen. Gießt das Qi hinein. Senke die Hände. Ins obere Dantien. Spüren die Reinheit, Klarheit. Reins durch Qi transformiert überall. Transformiert auch unser Bewusstsein. Korrigiert unsere Gewohnheit. Sie stürmen den ganzen Kopf. Nach unten, Hals- und Nackenbereich. Beide Schultern, Arme bis zum Mittelfinger. Brustkorb, Lücken, ganzen Wirbelsäule, in Hohenpalast. Untere Dantien, Mingmen, Beckenboden, Schließe Huiyin, beide Hüften, Beine, bis zu Knie und Füße. Ziehen. Geh tief in die Erde hinein, im Universums Qi-Ozean. Langsam hebt das Qi an. Durch den Horizont, zum blauen Himmel, zum Universum über dem Kopf. Reinst das Bewusstsein, sammelt sich im ganzen Universum ein. Gießt das Qi in den Körper, in unsere Mitte. Reinst das Qi.
strömt hinein. Senke die Hände. Der Qi stürmt durch das Able Dantian im ganzen Körper. Durch das Mittlere Dantian Brustkorb. Überall ist rein und klar. Durch das Hunyuan-Palast. Das untere Dantian. Spüren Mingmen und die beiden Nieren, Lendenwirbel, schließe sanft Huiyin, schick das Qi in die Beine, Hüften, Knie. Fußgelenke, Füße und Zehen. So rein und klar. Die Hände drin bis zum Erdezentrum hinein. Zu Universums Qi-Ozean. Noch einmal. Hebt das Qi an. Reins Bewusstsein ist im ganzen Universum. Sammle das reinste Qi. Durch den Horizont. Zum blauen Himmel, Universum über dem Kopf. Gießt das Qi in den Körper. Genieße diese Duschen im ganzen Körper. Von Licht und Liebe. Schick das Qi durch das Able Dantian das Mittlere Dantian. Durch Huiyuan Qiao. Ins untere Dantian, leg die Hände auf den Nabel. Ausruhen.
Spür Mimen und die beiden Nieren. Lebenskraft ist in Fülle. Rest Qi vom Universum, von Qi-Feld, sammeln sich ständig in unser Körper hinein, bis zum mittleren Kanal. Bei Hui zum Hui Yin, bei Hui zum mittleren Zehenspitze, bei Hui zum mittleren Fingerspitzen, ganzen Körper im mittleren Kanal, besonders in sieben Toren zwischen Bei Hui und Hui Yin, sammelt das Qi ein. Qi ist in Fülle. Körper ist fit und stark, vollkommen gesund. Bewusstsein ist rein und klar. Hui Yuan Ling Tong und Hao Le. Langsam mit Dankbarkeit öffnen die Hände. Beweg sanft den Körper und mach dreimal Wandhocke. Öffnen die Augen, beweg den Körper. Reib die Hände. Mit Qi pflegen wir unser Gesicht. Massieren die Augen sind rein und klar. Sehkraft ist ganz gut. Massieren die Ohren. Vibrieren die Ohren, schlagen Himmelstrommel. Hörkraft ist vollkommen verbessert. Mit Fingern kam das Haar, massieren den Kopf, verbessern Gehirn- und Nervensystemfunktionen, klopfen Nacken bis zum Dajui, siebt Hauswirbel. Gemeinsam atmen wir ein. Hao la! Hola. Hola, vielen Dank. Einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke euch alle. Hola. Hola. War sehr schön und intensiv, Ping. Dankeschön. Danke. Danke, Ping. Ciao. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.